Herzlich willkommen, liebe Ilka, zu unserem Interview zum Thema weibliche Urkraft. Ich freue mich sehr, dass du dabei bist. Hallo Vreni, danke für die Einladung und danke, dass ich hier sein darf. Ich bin total gespannt. Ich auch, weil ich ja auch nie weiß, wie es rauskommt. Ich mag, dass es immer ganz spontan ist. Und ich würde es schön finden, wenn du dich mal in ein paar Sätzen vorstellst, für die, die dich nicht kennen, und erzählst, was du so machst im Leben. Ja, ich darf jetzt ganz offiziell sagen, ich bin eine Hexe. Und dass ich das sagen darf, das durfte ich mir einfach echt selber erlauben. Das war ganz lang, gerade jetzt auch, ja, so in meinem alten Leben noch, ne, als Teamleiterin, als Projektleiterin in einem sehr großen, sehr konservativen Unternehmen, nicht so das Thema. Ich habe das auch ganz, ganz lange weggedrückt. Und als ich mich dann selbstständig gemacht habe, als Coach und ja, dann angefangen habe mit Hypnose, dachte ich so, ah, ich muss halt seriös sein, ja, und ne, sonst kommt ja keiner. Und dann habe ich aber gemerkt, so, nee, das ist es irgendwie nicht, ja, ich beschneide mich selbst. Und ja, es ist jetzt erst ein paar Monate, dass ich da so richtig offiziell mit rausgehe und sage, ja, ich bin eine Hexe und da sind noch mehr Fähigkeiten in mir. Klar kann ich eine ganz klassische Hypnose machen mit Menschen und die hilft. Und ich kann noch mehr, ja, und ich gebe das da jetzt einfach wirklich alles rein und da gibt es keine Trennung mehr. Und jetzt fühlt sich das endlich richtig an. Und das ist auch so ein bisschen die Berufung, die ich in mir noch spüre. Ja, ich glaube, es gibt sehr, sehr viele Hexen da draußen, die sich so nicht nennen oder die das noch wegschneiden und die sagen, ja, ne, das kann man ja so nicht sagen oder ne, da sind auch so viele, ja, unschöne Bilder mit verbunden, ja, dass man die gar nicht erst hochbeschwören will oder dass man da irgendwie an schwarze Magie denkt, an irgendwas Negatives, an die Hexenverbrennung, an all solche Dinge. Und das ist aber eigentlich, ne, in dem Begriff Hexe steckt, glaube ich, im Ursprung so viel Heilung und Hilfe, so viel, ja, Unterstützung, Liebe, und das will ich eigentlich wieder rausbringen. Da draußen ist ein ganz großes Feld, das sich Hexen nennt, und da steckt so viel Gutes drin. Und ich möchte einfach mehr Menschen damit wieder verbinden, dass sie das für sich anerkennen und sagen, ja, das ist, wie ich mich fühle und da gehöre ich hin. Ja, und ich brauche es nicht zu verstecken. Ja, finde ich sehr schön, was du machst und so wichtig. Ich kenne das Thema auch. Ich habe schon vor Jahren immer gesagt, ich bin eine Hexe und mein Opa wusste es wohl schon längst, hat das auch immer gesagt, aber der fand das jetzt nicht so im positiven Sinne, sondern du schaust einfach alles. Also es hat ihm nicht so gefallen, wie er den Durchblick hatte bei seinen Spielchen. Aber ich habe tatsächlich in der Schweiz in einem Hexenhaus gewohnt. Also das war halt wirklich so ein süßes kleines Häuschen, ganz alt und verwittert und dann weiß ich noch, meine Tochter war, glaube ich, es war meine Tochter, wenn ich mich nicht irre, höchstens 10, eher jünger. Und dann wollte sie ein Mädchen einladen und die hat gesagt, nein, ich komme nicht zu euch nach Hause. Ich habe gehört, deine Mutter ist eine Hexe und die hat wahrscheinlich eher an Hänsel und Gretel gedacht. Und dann habe ich die dann tatsächlich doch mal kennengelernt und habe dann erklärt, dass ich zwar schon eine Hexe bin, aber eine gute, dass ich die nicht in den Ofen stecke oder sowas. Und ja, dieses Bild, oder? Also viele Menschen haben da schon einfach ein total schräges, eher negatives Bild. Und gerade deswegen finde ich es so wichtig, dass man jetzt sich nicht einfach andere Wörter ausdenkt. Könntest dich ja auch Zauberin nennen oder was auch immer, sondern es Hexe ist schon nochmal was anderes, also für mich. Das geht viel tiefer und umfasst irgendwie all dieses Wissen, dieses alte Wissen, ob das jetzt mit Pflanzen ist oder ja, einfach alles, alles, alles. Und das, dadurch kann sich ja auch was drehen, oder? Indem immer mehr Menschen erfahren, dass das gar nicht was Negatives ist, was Schlechtes, sondern ganz im Gegenteil. Absolut. Ich glaube halt tatsächlich, ne, auch bei uns im Kulturkreis, immer mehr Menschen fühlen sich zu so Schamanismus und so hingezogen.
Ja, einfach wegen dieser Naturverbundenheit. Und die Hexe ist ja auch ultra naturverbunden. Für mich ist die Natur der Schlüssel zu allem eigentlich. Und ich glaube tatsächlich, dass dieses Interesse an den ganzen schamanischen Geschichten daher kommt, dass unser eigener Ursprung, unsere eigene Wurzel an der Stelle mit den Hexen halt irgendwie so ein Tabu ist. Hm. Ja, dass das so sehr damals gecuttet worden ist, ja, und so sehr mit negativen Bildern belegt worden ist, einfach um den Hexen damals auch die Macht zu nehmen, ja. Ja. Und ja, das ist, glaube ich, aber ein Weg, der hier eigentlich viel natürlicher wäre, als jetzt da irgendwie indianische Rituale reinzuholen. Ja. Also die sind auch toll und ich finde es großartig. Ich finde das total faszinierend, was da auch passiert. Und ich habe einfach das Gefühl, es ist nicht meine Wurzel. Ja. Ja. Ja, das ist spannend. Mir hat auch schon mal jemand gesagt, du arbeitest doch auch schamanisch. Und ich tue mich eh schwer mit diesen Begriffen irgendwie, weil ich denke, ja, was ist denn das überhaupt? Und ich habe zwar einerseits so eine Verbindung zu den Indianern, auch meine Kette hier, aber ich habe auch immer das Gefühl, da wo ich halt lebe, also da sind die Wurzeln und also ob das jetzt beim Räuchern ist, ob ich jetzt Kräuter nehme, die hier wachsen oder irgendwas, was weiß ich, woher kommt, das hat für mich nicht dieselbe Energie, weil eben da wieder die Natur, da wo du bist, schau dich um, was alles wächst und das nimm das, also da gibt es so viel bei uns. Leider kenne ich auch immer noch viel zu wenige Kräuter, aber ich habe beschlossen, ich muss da jetzt wieder mehr lernen, weil es wächst ja echt einfach alles. Das ist ja, was habe ich, Frauenmantel habe ich tatsächlich gefunden beim Wohnwagen, der steht ja ziemlich in der Wildnis. Und da gibt es so viele Dinge, weißt du, scheiße mir immer an und denke mir, das ist bestimmt auch irgendein Kraut, aber ich habe keine Ahnung, was das ist. Und das damit sich auch wieder mehr auseinanderzusetzen, anstatt irgendwo, keine Ahnung, es fühlt sich für mich auch nicht so stimmig an, immer irgendwelche Dinge zu importieren, weißt du, dass sie durch die halbe Welt reisen, obwohl wir hier auch alles haben. Ja. Ganz, ganz viele Dinge, die wir gar nicht einführen müssen, weil wir hier auch was Passendes haben, ja. Und es muss auch nicht ein super spezieller Edelstein aus sonst wo sein. Ja, du kannst auch tatsächlich dieselben Wirkungen mit Steinen erzeugen, die einfach hier im Wald liegen, ja, und da über Jahrhunderte ganz viel Energie aufgenommen haben. Ja, da stimme ich dir voll und ganz zu. Und zum Thema Steine habe ich nämlich hier mein Herz aus dem Walensee. Wow. Und ich liebe diesen Stein. Ich habe da irgendwie immer das Gefühl, hat mir mein Freund geholt aus dem Walensee. Das ist mein Herz. Es ist zwar ziemlich vernarbt, es hat schon einiges erlebt, aber ich finde es wunderschön. Und also der wird ganz schnell ganz heiß. Und ich trage den so oft mit mir rum, also vor allem, wenn ich hier zu Hause bin. Und ich könnte jetzt nicht sagen, dass, weißt du, so ein Türkis oder was auch immer nicht von hier ist, dass der mehr Kraft hat. Das ist vielleicht eine andere Energie, aber ganz ehrlich, ich habe doch dazu, zu diesem Stein aus meiner Heimat, aus diesem wunderschönen, kraftvollen See, wo ich schon so oft drin war und um den See herum, habe ich doch viel eine tiefere Verbindung, als ich weiß doch gar nicht, woher die Steine kommen. Also das ist ganz ein anderes Gefühl. Und ich komme da auch immer mehr hin, wirklich Steine von hier zu nehmen und zu schauen, also nehmen. Erstens frage ich immer, ich nehme die nicht einfach mit. Ich lasse auch viele Steine wirklich genau da, wo sie sind. Das war vor kurzem so lustig. In Österreich waren wir wandern und habe ich einen wunderschönen Stein gesehen. Also der sah auch ganz anders aus. Genauso einen habe ich auch in Andalusien gefunden. Total krass, der hat da gar nicht hingepasst. Und dann war so, ich hebe ihn auf. Und dann kam wirklich so, also ich hatte das Gefühl, der schreibt mich förmlich an, legt mich ja wieder hin, ich bleibe hier. So, ja, okay, Entschuldigung. Da habe ich ihn so gefragt, darf ich dich mal in die Hand nehmen? Ja, aber wieder hinlegen. So intensiv habe ich das noch nie erlebt, aber das ist wirklich, es gibt alles da, alles. Also es würde ja auch sonst gar keinen Sinn machen. Ja. Ja, spannendes Thema. Siehst du, ja, dieses definitiv. Thema hatten wir noch in keinem Interview. Jeder bringt was Neues rein. Schön. Du Hexe, ich kann dich einfach Hexe nennen. Ja,
Ja, dann würde ich dir gern die erste offizielle Frage stellen. Und zwar, ja, hau mal raus. Wenn du den Begriff weibliche Urkraft hörst, was fällt dir da spontan dazu ein? Ich habe es dir gerade eben in unserem Vorgespräch schon gesagt, als ich gelesen habe, dass du jetzt diese Interviewreihe machst zur weiblichen Urkraft, dachte ich irgendwie so, boah, das ist aber voll der große, schwere ESO-Begriff. Und dachte so, oh nee, das passt nicht in meine kleine, leichte Hexenwelt. Und dann habe ich aber deine Interviews gesehen und dachte mir, wow, das passt sehr wohl in meine kleine, leichte Hexenwelt. Weil das, was ich eigentlich als, also Hexe sein, glaube ich, ist ohnehin erstmal sehr weiblich. Ich will damit nicht ausschließen, dass es da auch ein paar Männer auf dem Gebiet gibt, die sich da berufen fühlen. Aber ich glaube, es hat eine sehr starke weibliche Seite, weil es beim Hexensein sehr viel um Fühlen und um Intuition geht. Mhm. Ja, das ist so, wie du gerade mit den Steinen schon gesagt hast. Du fühlst das, ja, und dass dir der Stein aus dem See mehr zu sagen hat, als welche, die du kaufst. Ja, obwohl die dann eine große Beschreibung haben, was die alles können. Und der Stein aus dem See hat das nicht. Ja. Und das aber genau ist der Punkt. Ich glaube, diese weibliche Urkraft hat ganz viel mit Intuition zu tun. Dass du fühlen kannst, was für dich gerade richtig ist. Und dass du darauf vertraust, einfach so, ohne das mit irgendwas belegen zu können. Ohne sagen zu können, hier in dem Heftchen steht aber Folgendes. Ja, deshalb trage ich jetzt diesen Stein. Ja. Sondern dass du sagst, hey, nee, ich nehme den Stein aus dem See, weil ich ihn fühlen kann. Und es ist egal, ob jemand anders sagt, naja, das ist ja schön bekloppt, dass du irgendwie so einen Riesenstein mit dir rumträgst. Was soll der denn bewirken? Ja, kannst du das nachweisen? Nein, kannst du nicht und darum geht's nicht. Und ich glaube, das ist das, was diese weibliche Urkraft ausmacht, dieses Fühlen und Vertrauen auf das, was da kommt und dem einfach folgen. Das wäre so meine Definition davon. Ja, ich finde das sehr stimmig und kann das nur bestätigen. Also ich hab mich schon fast seit ich denken kann, nicht immer, aber total weiblich gefühlt und bin, ohne dass ich es wusste, immer diesen Weg gegangen. Also ich habe mich ganz oft dumm gefühlt deswegen in der verstandesorientierten Welt, weil ich halt Dinge nicht erklären konnte oder gesagt habe, ja, ich fühle es halt einfach und dann, ja, das kannst du nicht wissen und so. Das war lange ganz, ganz schön schwierig, bis ich halt verstanden habe, dass das meine Intuition ist und dass ich einfach das Glück habe, da so stark angebunden zu sein, ohne dass ich jetzt viel tun muss. Und das ist cool, weil dieses, das kannst du nicht wissen. Ja, ja. Richtig. Ich weiß es auch nicht. Ja? Hat mit Wissen gar nichts zu tun. Ja. Ja, zumindest nicht mit dem Kopfwissen. Das ist so ein tiefes, ich weiß nicht, das kann man gar nicht beschreiben. Also ich hatte das schon so oft, also wie zum Beispiel, als ich meine Kinder einfach aus der Schule genommen habe. Das war so ein klarer Moment und so hat sich so, so stimmig angefühlt. Ich wusste genau, es ist der richtige Weg. Und dann ist, also immer, wenn ich an so einem Punkt bin, das kennst du vielleicht auch, dass ich was entscheide und dass ich was ganz klar fühle, dann ist so totale Stille. Es ist, ich weiß nicht, dann denke ich mir immer, die Welt könnte jetzt untergehen neben mir. Also ich würde hier einfach weiterhin sitzen und durch die Gegend grinsen. Ja, und darum geht es auch. Deswegen bin ich auch irgendwie, sträube ich mich zum Beispiel auch gegen Coaches oder Menschen, die Programme entwickeln und sagen, so, das musst du machen, das musst du machen, das musst du machen, das hilft dir super damit. Ich würde zum Beispiel nie behaupten, dass ich jedem Menschen helfen kann oder jeder Frau, weil du musst es einfach spüren. Also ich gehe halt nur so durchs Leben. Ich lese was, zum Beispiel was von dir und mein Herz sagt, hey, boah, mach das, es zieht mich total. Und dann folge ich dem einfach, ohne dass ich vielleicht genau weiß, wer du bist oder so. Ich bin da schon völlig blind irgendwo reingesprungen und es hat immer funktioniert. Das war immer genau das Richtige für mich. Und ich wünsche mir, dass die Menschen überhaupt wieder so durchs Leben gehen und wirklich nur das tun, wo sie halt diese Resonanz haben, dieses intuitive Gefühl, da geht's lang. Ja, ja.
Ich meine, durch die ganze Prägung, ja, wie hier unsere Gesellschaft tickt, durch die Schulsysteme und so, ja, das haben wir halt abtrainiert bekommen. Ja. Du kannst das nicht vorher wissen, erst musst du Folgendes lernen, musst folgende Ausbildung machen, brauchst folgende Zertifikate und Abschlüsse und tritratralala und dann so, ja, und das Gegenteil ist der Fall. Ich muss sagen, allein dieses Wort Hexe hat mich unglaublich befreit, ja, weil ich weiß, ich brauche kein Zertifikat, ich bin eine Hexe, ich folge meinem Gefühl und das passt, ja. Und ich sehe das auch mit meinen Kunden, ja, wenn die kommen und irgendwie sagen, ne, ihr Verstand erzählt mir ja meist, welches Thema sie haben. Mhm. Und ich fühle da rein und denke mir so, nee, der ist es nicht. Ja. Ja, das ist echt spannend, ja. Und ja, wenn ich dann andere Themen anschneide und sie sagen, oh ja, stimmt, das ist mir jetzt gar nicht so bewusst gewesen, aber das ist eigentlich seit Jahren, denke ich mir, ja, komm, ne, lass uns da dran arbeiten. Ich glaube, das andere erledigt sich dann von alleine. Ja. Und dieser Intuition zu vertrauen, nicht nur für sich selbst, sondern auch für andere, das ist, glaube ich, ein echt großer Schritt. Ja, eben nicht machen, was deren Verstand sagt, sondern das, was die Seelen da oben kommunizieren, ja, das, was ich an Intuition und an Eingebung kriege, das kommt ja irgendwo von da oben. Ja. Das produziere ich nicht in mir, ja, sondern das funkt mir meine Seele runter, ja, weil sie dort oben viel bessere Einsicht hat in alles, was da läuft. Ja. Ja. Und deshalb darf ich darauf vertrauen und da brauche ich nicht dran zweifeln und da brauche ich nichts weiter wissen. Ja. Das darf ich einfach machen. Schön. Ja, ich kenne das auch. Ich arbeite auch nur so und freue mich immer wieder, wenn ich Menschen so überraschen kann. Weißt du, vor kurzem hat mir auch jemand erzählt, so, ja, das und das Problem habe ich und was sagst du dazu? Und dann kamen ganz andere Infos zu mir, also wirklich so ganz anders, wo du gedacht hast, also schon klar, irgendwie hängt es zusammen, aber wirklich so ganz weit auseinander. Und dann musste ich auch so kurz über meinen Schatten springen, weil das ist ein Freund von mir. Und ich gedacht habe, boah, ist jetzt schon heftig, wenn ich dem das sage. Aber es war halt so deutlich zu spüren. Und dann habe ich ihn erst gefragt, sagte er, klar, aus, raus. Und dann war erstmal Stille. Und er war aber so geflasht und hat gesagt, boah, du hast den Nagel so dermaßen auf den Kopf getroffen. Also ich kenne ihn nicht so gut, das ist eigentlich ein Freund von meinem Partner. Und der war tagelang total, also da ist so viel in Bewegung gekommen, der war mir halt super dankbar und da habe ich wieder gemerkt, es ist so wichtig, dass du das immer wieder tust und also ich weiß nicht, kennst du das? Bei mir gibt es immer wieder Momente, wo ich echt kurz zögere und denke, boah, das ist aber schon eine Nummer, kann ich das jetzt sagen? Aber ich merke dann, ich muss, also dafür bin ich einfach da. Aber nicht nur so von wegen, das ist jetzt eine krasse Nummer, sondern auch mein Verstand sagt dann manchmal so Dinge wie, das ist doch Blödsinn, das hast du dir gerade ausgedacht. Ja, das So nach dem Motto, das ergibt gerade überhaupt keinen Sinn. Mittlerweile weiß ich, je weniger Sinn es ergibt, desto richtiger ist es. Ja. Weil mein Verstand das einfach nicht, das funktioniert halt nicht übers Verstehen. Ja, der Verstand, also mittlerweile finde ich das oft schon ganz lustig, weißt du, wenn ich ihm dann so zuhöre und denke, interessant, was du mir hier erzählst, aber je mehr man ja auch so arbeitet, umso weniger lässt man sich davon beirren. Ich finde es einfach manchmal total lustig, was dann so rauskommt. Ja, ich hatte gerade am Wochenende eine Kundin für eine Fernheilung und das war faszinierend, ja, weil eigentlich ging es darum, sie hatte gerade aufgehört mit Rauchen und sie wollte einfach nur, ne, dieses Bedürfnis loswerden, weil sie sagte so, wie sie es gerade anfühlt, ist es zu viel Disziplin, zu viel Kontrolle und sie wird den Kampf verlieren, ja, und sie möchte da gerne Leichtigkeit reinhaben. Und ich gesagt, okay, ne, machen. Und dann habe ich währenddessen immer bekommen, sie braucht Heilung für ihre Zähne, für ihren Mund, für ihren Kiefer. Und ich denke mir so, das passt jetzt irgendwie gar nicht zusammen. Ja. Wo ist Sinn? Ja, und mein Verstand schon so, ja, das irgendwie, ne, keine Ahnung, kann jetzt hier nicht herpassen, wer weiß, an was du gerade denkst. Und ich dachte so, nee, das ist okay, ich mache einfach. Ja, wenn das jetzt hochkommt, wird es richtig sein. Und ich habe nachher mit ihr telefoniert und dann sagt sie zu mir, wie krass ist das denn bitte? Ich hatte vorgestern eine wirklich
ordentliche Zahn-OP. Ich habe immer noch Schmerzen. Boah. Und ja, das Thema ist gerade sehr, sehr akut. Ja. Mhm. Und ich dachte so, wow, okay, das konnte ich nicht wissen. Und mein Verstand knabbert an sowas immer noch und sagt so, wie geht das? Wo kommt das her? Das hast du bestimmt irgendwo gehört. Und ich denke so, wo soll ich das denn gehört haben? Ja. Übrigens wollte ich dir schon dreimal sagen, hinter dir hängt ein Herz deiner schönen Pflanze. Siehst du das? Das hier? Der? Oben. Auf der anderen Seite, ganz oben. Ach da, ja stimmt. Ja. Ja, eine sehr schöne Pflanze. Ja. Ja, gut. Meine nächste Frage. Wie ist es bei dir in deinem persönlichen Leben? Spürst und lebst du deine weibliche Urkraft und wie äußert sich das? Also wenn ich jetzt meine Definition nehme, ja, und sage, das geht hauptsächlich um dieses Intuitive, ja, dann dem folge ich immer mehr. Auch wenn ich da von außen manchmal ja, komisches Feedback kriege. Ein super schönes Beispiel ist eigentlich die Wohnung, in die wir hier gezogen sind. Ja, wir kommen aus dem Frankfurter Raum und sind jetzt nach Bad Tölz gezogen. Und alle haben uns gesagt, oh, südlich von München, Katastrophe. Ja? Der Wohnungsmarkt ist da völlig zu und da kannst du, weiß ich nicht, wie viel Bewerbungsgespräche für Wohnungen führen und lauter so ein Kram. Mhm. Und ich dachte mir so, nee, nicht meine Welt. Ja, es mag sein, dass ihr das so macht und ich mach's anders. Ja, und mein Freund und ich, wir haben angefangen, uns zu überlegen, was wollen wir denn haben? Ja, und haben uns wirklich, wir haben uns Bilder gemalt davon. Ja, ich habe Grundrisse gezeichnet. Ich meine, völlig gaga eigentlich, wenn du mit dem Verstand rangehst. Ja, als ob ich jetzt hier sagen würde, also so ist der Grundriss, die hätte ich gern. Ne? Wer hat sie im Angebot? Wer weiß, es kann schon funktionieren. Auf der Energieebene funktioniert der eben. Ja. Und dann haben wir wirklich nur, also klar, ImmoScout und sowas angeguckt und haben aber wirklich immer geguckt, passt das zu dem, was wir haben wollen? Und alle andere haben wir überhaupt nicht in Betracht gezogen. Ja. Während dann, sage ich mal, die Verstandsmenschen in meinem Umfeld gesagt haben, oh, du musst dir jede Wohnung angucken, du weißt ja nicht, welche du dann wirklich kriegst und da ist Konkurrenz und bla bla, ja. Und ich wieder so, nee, das ist nicht meine Welt. Meine Welt funktioniert anders. Ja, und dann haben wir tatsächlich die Annonce für diese Wohnung gesehen und haben gesagt, yes, das ist die, die wir haben wollen. Und wir wussten, wir haben jetzt über eine Woche keine Zeit, um hier runterzufahren. Ja. Und dann sind wir wieder ins Vertrauen gegangen und haben gesagt, wenn das unsere Wohnung ist, dann wird die noch da sein, wenn wir Zeit haben. Mhm. Und so war es tatsächlich. Ja, die stand über eine Woche im ImmoScout und das ist für die Gegend hier unten echt ungewöhnlich. Ja, und wir sind hergekommen, wir haben sie angeguckt und wir haben sie gekriegt. Ja. Ohne irgendeinen Zirkus mit, keine Ahnung, Konkurrenz und Bewerbung und Hauen und Stechen und bla bla, ja. Und es ging total schnell. Innerhalb von 6 Wochen hatten wir hier unten Wohnung. Und zwar die, die wir haben wollten. Und ja, siehst du, das ist eben dieses Geheimnis, oder? Mit der Intuition. Wenn du da angebunden bist und darauf vertraust, dann können wir uns den ganzen Mist sparen. Mir ging es ja letztes Jahr genauso. Ich habe auf Facebook gepostet, dass ich in ein oder zwei Zimmer in der WG suche, im Ammersee-Raum und ich weiß nicht mehr, was ich für einen Preis reingesetzt habe, das kann ich jetzt nicht mehr sagen. Auf jeden Fall kam fast nur, vergiss es, unmöglich zu dem Preis, findest du nicht. Nur so, und habe ich gedacht, ich habe nicht um eure Meinung gefragt, halt es, lasst es. Und ich habe es natürlich gefunden und ich wusste sofort, das ist es jetzt und das kriege ich, obwohl der Mitbewohner ist eigentlich nicht direkt der Vermieter, aber der hier wohnt, der hat ewig gebraucht, um sich zu entscheiden. Aber für mich, ich kam hier rein, ich habe davon geträumt, ich wusste, hier gibt es eine weiße und eine schwarze Katze und keine Ahnung, das war so, ja, das ist es jetzt. Und ja,
es funktioniert, das wird für alle Menschen so leicht funktionieren, wenn sie das wieder hinkriegen. Aber wenn du natürlich mit dem Verstand rausgehst und mit diesen ganzen Glaubenssätzen auch, dann kannst du es dir ganz schön schwer machen. Ja, vor allem, wenn du halt auch wirklich mit den Erfahrungen von anderen Leuten rangehst. Ja. Ja. Das, weil jemand anders die Erfahrung gemacht hat, dass es schwierig war. Ja. Ne? Das heißt ja nicht, dass ich das für mich übertrage. Das ist ja eigentlich eine ganz komische Idee. Ja? Es ist ein anderer Zeitpunkt, es ist ein völlig anderer Bedarf, es sind völlig andere Menschen im Spiel. Ne? Warum sollte das so laufen? Ja. Ja, ein schönes Beispiel. Ja, das ist halt wirklich einfach dieser Intuition zu vertrauen. Ja? Zu vertrauen, dass alles gut wird, dass alles so kommt, wie es gedacht ist. Ja, ich meine, ja, wir hätten uns auf den Kopf stellen können in dem Moment, wo wir gesehen haben, oh Gott, da ist eine neue Annonce, das ist so, wie wir haben wollen. Jetzt müssen wir da runter, koste es, was es wolle. Wäre es halt irgendwie nicht gewesen. Ja. Ja, alles kommt einfach zur richtigen Zeit. Und wenn es sein soll, dann passt es einfach, egal wie die Umstände dann gerade sind oder ob noch Zeit vergeht, was auch immer. Glaube ich schon. Ja, ja. Und solche kleinen Wundergeschichten höre ich halt immer wieder und immer mehr, ja. Und das ist so schön, dass immer mehr Leute da eben den Zugang finden in dieses Vertrauen zu ihrer Intuition und zu sagen, okay, ne, vielleicht auch lernen im Nachgang, wenn das und das nicht funktioniert hat im Leben und sie nachher sagen, ja, ich habe es eigentlich auch echt nicht gewollt. Das war irgendwie eher so mein Verstand, der gesagt hat, ich muss das jetzt so machen. Und eigentlich hat sich in mir schon von vornherein alles gesträubt. Ja. Das auch mal zu erkennen und zu sagen, ja, stimmt. Und ich finde, es ist definitiv ansteckend, also vor allem so im direkten Umfeld, wie die Menschen sensitiver werden. Zum Beispiel unser Mitbewohner hier hat gesagt, boah, das hat nochmal mich so viel feinfühliger gemacht, die Tatsache, dass du oder ihr hier wohnt. Und am Anfang hat er immer so ganz viele Fragen gestellt, wie so, hä, wie kannst du das wissen? Wie machst du denn das? Und der ist Aszendent Skorpion, also der hat ganz schön viel Tiefe. Und mittlerweile stellt er nicht mehr so komische Fragen. Er war einfach leider ganz oft krank. Früher war er nie krank, aber er merkt, dass es ganz viel passiert und er hat jetzt auch angefangen, viel mehr seiner Intuition zu vertrauen. Oder weißt du, so im Alltag, so die ganz kleinen Sachen finde ich auch immer schön. Ich war letzte Woche irgendwie einkaufen und vor mir eine ältere Frau mit ihrem Wagen. Dann habe ich gesehen, die geht gleich ins Auto neben mir und lädt ein und dann komme ich so und dann sagt sie, habe ich es doch richtig gedacht. Ich dachte mir so, nein, ich stelle den Wagen jetzt nicht vor dieses Auto, vielleicht kommt die Besitzerin ja auch gleich und will dann einsteigen. Und habe ich gedacht, ich muss sie jetzt irgendwie ihr so den Wink geben, wie gut die Intuition doch funktioniert und so. Und dann sage ich so zu ihr, ja, schon spannend, oder? Wie man immer wieder einfach so ganz intuitiv was fühlt und das tritt dann ein. Sagt sie, ja, das kann ich mir auch überhaupt gar nicht erklären, aber ich habe irgendwie gefühlt, dass sie in der Nähe sind. Das fand ich so schön und dann stand sie plötzlich so, weißt du, da und jetzt habe ich gemerkt, jetzt rattert sie hier oben, hä, was hat die gerade gesagt? Ja, und so fängt es an, oder, mit diesen kleinen Dingen, dass man immer mehr merkt, ja doch, da ist schon was, dass man das Dinge ganz deutlich fühlen kann, ohne dass man sie halt erklären kann oder muss. Ja, genau. Und sich zu erlauben, das nicht mehr erklären zu müssen, ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Schritt. Ja, definitiv. Ja, ich würde dir gerne noch eine letzte Frage stellen. Und zwar, wenn du eine einzige Botschaft hast für die Frauen da draußen, was wäre deine Botschaft? Puh. Ich glaube, es wäre wirklich tatsächlich ganz schlicht, ne? Vertraut deiner Intuition. Ja. Ich weiß, es gibt viele Menschen da draußen, die hören sie nicht mal mehr. Und das kann man trainieren, ja, den Verstand immer leiser zu drehen. Mhm. Ja. Ich habe mich ja lange dagegen gesträubt, da irgendwie so täglich in Meditation zu gehen und so. Ich dachte mir immer so, boah, das klingt so nach asketischem Leben und so. Aber das,
das Gegenteil tritt ein, ja, du kannst deinen Verstand leise drehen und dann hörst du automatisch deine Intuition besser. Ja. Und das ist dann wirklich so schön, wenn du es schaffst, in das Vertrauen zu gehen, dieser Intuition immer öfter mal zu folgen, ja. Vielleicht nicht von Anfang an bei den ganz großen Entscheidungen des Lebens. Vielleicht fängt man klein an und das ist okay, ja. Und dann halt wirklich mehr und mehr. Diese Stimme in einem, die wird lauter, je öfter sie auch erhört wird. Hm. Ja. Und das ist einfach nur was ich jedem ans Herz legen kann. Ja. Hör auf deine Intuition und vertrau drauf und folge dem. Hm. Schön. Eine ganz, ganz wichtige Botschaft, die du hast. Und wie du gesagt hast, also das muss gar nicht unbedingt so schwer sein und täglich, also überhaupt nicht schwer, machen, sondern da halt auch einfach auf so kleine Impulse hören. Vielleicht gibt es irgendwo eine Übung oder du kennst einen Menschen, der sich damit ein bisschen auskennt und übst es halt in kleinen Dingen. Also keine Ahnung, legst dir, ich habe das glaube ich ganz früher, kann ich mich erinnern, habe ich das manchmal so gemacht, dass ich überlegt habe, meine Kinder waren in der Schule, was würden die heute gern zum Mittag essen? Dann gab es irgendwie 2, 3 verschiedene Möglichkeiten und dann habe ich versucht herauszufinden, was am besten passt und habe das dann gekocht. Und habe sie dann gefragt, ja, ich habe noch überlegt, das oder das. Und dann war meistens so, nein, das ist super, das wollten wir. Boah, das funktioniert, ja. Ja, ja. Genau, das kann man mit so ganz kleinen und unwichtigen Dingen einfach ausprobieren. Ja. Was kommt da und es einfach mal machen. Ja. Und das ist echt witzig, wenn man dann. Es ist echt witzig, wenn man dann so das Feedback bekommt und sagt so, wow, ehrlich, das passt? Ja, klar. Ja, du Liebe, es war sehr schön mit dir. Hat viel Spaß gemacht. Ich hoffe, du hast nichts von der Schwere mitbekommen, wie du es berichtet hast. Nein, kein schweres ESO-Thema, es war ganz leicht. Schön, das freut mich. Und ich wünsche dir weiterhin ganz viel Spaß und Leichtigkeit mit deiner Berufung und überhaupt im Leben. Und Dankeschön. Einen wunderschönen Tag. Mach's gut. Wünsche ich dir auch. Mach's gut. Danke. Ciao. Tschüss.